Noch immer haben die Steirer die schrecklichen Szenen des Jahres 2015 vor Augen, als Massen von Asylanten unsere Grenzen überrannten. Die staatliche Souveränität wurde von der damaligen rot-schwarzen Bundesregierung auf dem Altar einer toleranzromantischen Willkommenspolitik geopfert. Die Staatsgrenze hier in Spielfeld, Symbol für eine leider völlig verfehlte Zuwanderungs- und Grenzsicherungspolitik im Jahr 2015. Die FPÖ hatte es sich im Rahmen ihrer Regierungsbeteiligung zur Aufgabe gemacht, das Asylchaos aufzuarbeiten und für geordnete Verhältnisse zu sorgen. Wir Freiheitliche haben in unserer Regierungsverantwortung alles daran gesetzt, eine Trendwende herbeizuführen. Ich habe in meiner Funktion als Verteidigungsminister gemeinsam mit Herbert Kickl hier an diesem Ort die Grenzschutzübung durchgeführt. Nämlich darum, um bestmöglich vorbereitet zu sein, sollten sich ähnliche Situationen wie 2015 Flüchtlings- und Migrationswellen Richtung Österreich wieder abspielen. Während die EU sich weiter in Untätigkeit befindet, spielen sich an den Außengrenzen bereits dramatische Szenen ab. Vor einigen Tagen war ich in Bosnien und Herzegowina und ich habe dort erlebt, wie groß der Migrationsdruck dort Richtung EU, Richtung Kroatien und damit auch Richtung Österreich und Deutschland ist. Das heißt für uns, wir müssen alles daran setzen, einen starken Grenzschutz hier auf der nationalen Ebene zu haben, nämlich solange es keine vernünftige EU-Außengrenzsicherung gibt. Linke Politiker hofieren Schlepperorganisationen und zeichnen deren Kapitäne aus. Die FPÖ hingegen würdigt die Verdienste der Männer und Frauen, die unsere Heimat schützen. Und eins möchte ich auch heute hier an diesem verregneten Tag tun, nämlich ein großes Danke aussprechen an die unzähligen Exekutivbeamten und an die Soldaten des österreichischen Bundesheeres, die hier dafür sorgen, dass wir in Österreich in bestmöglicher Sicherheit leben und so hoffe ich auch in Zukunft da sein werden, wenn es darum geht, die Grenzen in Österreich zu sichern. Einzig die Freiheitlichen bekennen sich klar dazu, dass Österreich kein Zuwanderungsland ist. Wir Freiheitliche stehen für einen restriktiven Zuwanderungskurs, für eine No-Way-Politik und nicht für eine Willkommenspolitik, die zu unglaublichen Zuständen vor einigen Jahren geführt haben. Unterstützt uns deshalb am 24. November mit einer Stimme für die FPÖ. Denn letztlich sind nur wir es, die sicherstellen werden, dass Österreich unsere Heimat bleibt, dass Österreich nicht zu einem Zuwanderungsland noch größerer Dimension wird und letztlich dafür, dass Österreich auch für unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte Heimat bleibt. FPÖ, sicher für euch.